Hi, ich bin Bjarne, Sales Manager von Univega. Wir sind zurück. Nach 2021 präsentieren wir euch heute auf der Eurobike unsere neuen Modelle und würde euch gerne hier mal ein, zwei Highlights zeigen. Als erstes stelle ich euch unser E-Gravel-Bike vor, das Terrano SX mit einem Bosch Mittelmotor Performance Line SX. Integrierter Monkeylink 2.0 Beleuchtungstechnik mit integriertem Kurvenlicht. Dazu eine Federgabel von RockShox mit 45 mm Federweg. Zwei Schnittstellen, einmal für Handy und für eine externe Beleuchtung als Zubehör. Als Schaltung haben wir verbaut die neueste GRX 822. Voller Aluminiumrahmen und ein herausnehmbarer Akku, 400 Watt. Ne? Als Zusatz haben wir noch die Shimano Drop Post Sattelstütze verbaut, um eben halt hydraulisch, sportlich den Sattel hoch und runter fahren zu können. Als EMTB-Highlight von Univega stelle ich euch das RAM AM vor. Mit einem Pinion MGU-Antrieb, wo wir das Schaltwerk im Antrieb integriert haben. 12 Gänge, die stufenlos vom Fahrer anhand der Pedalierkraft eben halt eingestellt werden können. Der Rahmen ist vorne Carbon und hinten Aluminium. Was wir als Federgabel verbaut haben, ist die RockShox Ultimate mit 150 mm Federweg und dazu auch die Hinterbaufederung von RockShox. Als Sattelstütze haben wir verbaut die Shimano Drop Post mit ungefähr 140 mm Ausfahrhöhe. Dazu die Monkeylink 2.0 Lichttechnologie, in dem das Hinterlicht im Heck integriert ist, sowohl vorne, wo wir ein Licht in dem Gabelschaft integriert haben, wobei beim Lenkeinschlag das Licht eben halt mit einschlägt. Dazu haben wir Tektrobremsen, die HD807, sowohl hinten als auch vorne und ein Vollcarbon-Lenker. Als weiteres E-Gravel-Modell von Univega stelle ich euch das Terrano SX Urban vor. Das SX Urban schafft so ein bisschen die Balance zwischen Stadtfahrrad, aber auch ein Fahrrad fürs Gelände. Verbaut ist ein Bosch Mittelmotor Performance Line SX mit einem Akku integriert im Rahmen mit 400 Watt. Der Akku kann herausgenommen werden. Wir haben eine Stargabel, die voll aus Carbon ist, der Rahmen aus Aluminium. Dazu kommen Gepäckträger, Schutzblech und Ständer, um eben halt die Urbanität des Rads sicherzustellen. Hydraulische Scheibenbremsen und Schaltung sind von Shimano. Wir haben hier auch eine Shimano Sattelstütze mit Federung integriert und SP-Connector fürs Handy, automatische Ladung des Handys. Und die Monkeylink 2.0 Beleuchtungstechnik mit integriertem Licht im Gabelschaft. Als Kurvenlicht lenkt dieses Licht mit dem Kurveneinschlag mit und als Rücklicht integriert hinten im Rahmen.